Hallihallo, wir sind wieder zurück bei Divinity. Ist wieder mal eine Weile her, seit ich mal wieder zum Spielen gekommen bin. Naja, es ist wie es ist, aber jetzt sind wir ja hier und es geht auch schon direkt weiter. Wollen wir keine Zeit verlieren? Ich muss mal ein bisschen leiser machen hier. Wo waren wir? Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Es könnte sein, dass Divinity sich jetzt ab und zu ein bisschen verzögert. Ihr habt das sicherlich schon gemerkt. Aber ich versuche das halt doch, naja, zumindest ein bisschen kontinuierlich weiterzumachen. Es ist auf jeden Fall nicht aufgegeben, das Projekt. Auf keinen Fall. So, Mordus Haus. Genau, da hatten wir im Keller diese Sache gefunden. Genau, hat uns gebeten, das Haus zu untersuchen. Ihm scheint eines seiner gelben... Waren die nicht rot? Gelbe Edelsteinaugen rot? Naja, genau, das würde ich ja gerne noch aktivieren. Aber das... Tja, wie geht's denn dann weiter? Und wir haben immer noch unser Hühnchen dabei, Pieps. Das immer noch denkt, wir wären seine Mama. Ja, ich gehe noch mal gerade rein. Vielleicht finden wir ja irgendwie... Oh nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, wir finden vielleicht irgendwie... Irgendwo, irgendwann... Diese Edelsteine. Oder diesen... Das Edelsteinauge. Aber wohl nicht... Wo ist leer? Die Gelehrten vom Steingarten. Der Ofen, so eine Leinwand, pipapo, das hilft uns alles nicht weiter. Wohin waren wir denn gerade auf den Weg? Genau. Ja, wir sollen die übrigen Meister aufsuchen. Damit er der Einzige sein konnte. Achso, ja. Zerstörte Karawane haben wir auf der Straße. Was ist hier nur passiert? Das hatten wir doch auch schon. Wir haben doch sogar schon mit den Geistern gesprochen. Wir haben den Elfen Walter getroffen, der vorher Magister war. Er glaubt, dass die Magister bei ihren Nachforschungen auf der falschen Fährte sind. Okay. Verschlossen. Ja, ist ja klar. Ich gehe nochmal gerade da runter. Dieser Schädel war ja hier hinten. Ja, für mich sehen die zwar rot aus, aber egal. It's missing an eye, aber das hatten wir ja schon. Und ich glaube nicht, dass das Auge hier irgendwo ist, oder? Wir haben hier wirklich schon alles durchsucht. Ich gehe nochmal gerade mit dem Mauszeiger so ein paar Orte ab, aber nee. Das wäre nämlich richtig fies, wenn hier... Nee, das war dieses kleine Beet... Dieser Beetort, dieser Ort, wo man beten konnte... Da, Ziertruhe leer, Truhe mit Eisenbändern, die war wahrscheinlich... Da ist ein Hebel. Ja. Ne, ich glaube, hier kamen wir erstmal nicht mehr weiter. Komisch. Der kleine Rotschopf. Schildkröte Hansi. Was macht ihr denn da? Alexander, you're dead. You have to stay dead until we say Die spielen das nach. Hey, Mister. Alexander doesn't have to stay dead, does he? Hey, are you a lizard? Ja, wir sind eine Echse. Dem Kind sagen, dass du ein Bruder bist? Alexander sagen, dass du doch stark hoffst, dass er tot bleibt. Den Kindern sagen, dass er geboren zu werden. Alexander kann wieder lebendig gemacht werden. Ihm deinen kaputten Quellhalsring geben. Ja,
Ich bin ganz kurz davor, den kaputten Quellhalsring da abzugeben. Ich mach das mal mit dem Bruder. Das mit dem Quellhalsring, das könnte in die Hose gehen. Ich finde, ihr seht komisch aus. Ich mach mal Nummer 2. See? Told ya. Take that, sorcerer. Come on, Dallas, help me put a collar on her. Turtle Johnny puts an invisible source collar on Mary Lane. Take that, sorcerer. No more saucy sorcery for you. Saucy sorcery. Dallas, save the world again. I hate this game. Oh. Guck mal, anmerken, wenn Alexander von den Toten auferstehen kann, dann kann eine Quellmagierin auch lernen, wie man ihn zerbricht. The three kids stare at you in awe. Oh! Crack! The source collar's broken. I'm free. How about you, Dallas? I'll kill you again, Alexander. I'll kill you again. Woohoo! For a moment, you watch the children play. Then you leave them to it. Oh, süß. Wenn die wüssten, wie das wirklich war. Was haben wir hier noch? Der schwarze Ochse zu Evisemborium. Ich rede mal mit Walter. Ich bin gerade so ein bisschen in der Luft. Ich hänge ein bisschen in der Luft. Unless you know something about the disappearances, leave me alone. I need to concentrate. Darauf bestehen, dass er den Magistern viel zu viel. The elf straightens to his full height, martial and unwavering. I swore an oath. I won't turn my back on it. Not now, not ever. Hat er dem schon mal rausgefunden? The elf shrugs listlessly, his eyes scanning his omnipresent collection of notes. Wahrscheinlich nicht. Plenty of suspects. Plenty of maybes. Precious little progress, though. I'm still convinced that the tavern is key to all this, though. Die Taverne. And you think that's an excuse for me to stop? Ja, ja, okay. Die Taverne. Aber warum die Taverne? Ich meine, okay, da geht's in die Arena, aber... Magisterunterkünfte, ups. Haus des Meisters. Ah, ich übrigens, wenn ich gerade gesagt habe, wir müssen die Magister finden, meine ich natürlich die Meistere. Wir müssen die Meistruch finden. Wo könnte ich denn... Ach Quatsch, ich drücke mal J. Ich muss L drücken. Ich lese mal gerade kurz ein bisschen durch. Ich muss mal wieder auf den aktuellen Stand kommen. Das war das. Okay, das war das mit dem Dings, ja. Nee, das ist das nicht. Geschmack von Freiheit. Irgendwie gelbe Edelsteinaugen. Useless. Bloody useless. Might as well have rotted in the death fog. What's even the point? Die Kampfarena, ja. Come on, lives are at stake. Nördlich von Treibholz. Wir könnten auch mal eben der Losi helfen. Naja, okay. Ja, das waren die. Ja, so langsam kommt die Erinnerung wieder. Ich hätte mir auch einfach noch die nächste Folge angucken können. Aber wenn so wenig Zeit da ist. Ist das alles ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich gerade was über die Unterkünfte der Magister gelesen, nämlich hier, dass da Aufzeichnung sein könnten, die wir eventuell brauchen könnten. Wo rennst du denn hin?
Wings, would you have me die of thirst? Right away. Fill my damn cup. Oh, wir können das vielleicht vergiften. Oder nicht? Je nachdem, ob er das öfter möchte. Wir sollen hier auf jeden Fall ein Dokument besorgen. Was macht er jetzt? Wir reden mal zuerst mit ihr. Behaupten, dass du wichtiger... Nee, wir checken erstmal so ein bisschen die Lage, was wir überhaupt machen können. Barwell, you're supposed to be stopping intruders. There's still a fugitive on the loose. It's Belworth, sir. And the fugitive's description doesn't match. I don't care. Keep on alert until this fiend's head is on a spike. I don't want to end up like the others. Now, you, what do you want, Lizard? Lizard. You can't just come in here as you please. There's Manchester's missing. I'm trying to conduct a bloody investigation. Ah, okay, ich werde jetzt mal nicht als Exe antworten, weil dann sind wir sehr überheblich. Du würdest gerne mehr darüber erfahren. I see. You're sniffing around for a reward. Ja, genau. Well, there'll be gold for anyone who helps us bring this mess to an end. Otherwise, you won't get a damn thing. Fragen, was er über den Flüchtigen weiß. He's a tinkerer type. Named Higba. Grey beard and a dark cloak, according to reports. Mm-hmm. He's still here somewhere. He can't have gotten out of Driftwood. Not past our barricades. Mm-hmm. If you see anything, tell me or my men at once. Otherwise, keep the hell out of our way. Das Thema der verschwundenen Magister ansprechen. Well, do you know anything? Ich werde dem Magister nicht helfen und werde den jetzt nicht verraten, dass da unten was ist. Zugeben, dass du gerade nichts zu berichten hast. Bla. Na, rennt sie nochmal los und holt da irgendwas? Zerrissener Brief. Warte mal, wir lenken den... Ne, wir gehen hier mal alle raus. Unsere Schleichmeisterin war doch... Genau. Halt. Alle raus. Alle raus, alle raus. Schleichen war C. La 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 la, schnell weg. So, was haben wir denn da stehen? Zerrissener Brief. Raimond, ich hatte gehofft, diesen Brief nicht aufsetzen zu müssen, doch ich warte immer noch auf Nachricht über das Schicksal der Friedensstifterin. Ich will Einzelheiten. Ich dachte, ich hätte das absolut klargestellt. Wenn ich eine Reise nach Trapholz einplanen muss, wird mich das höchst unangenehm stimmen. Herrin Delisse, okay. Ihr seht aus wie eine Diebin. Wieso sehe ich aus wie eine Diebin? Guck mal, genau die, die es hat, die wird nicht angesprochen. Kann ich... Warte, die hat das doch in der Tasche. Kann ich das nicht einfach ganz weit wegwerfen? Einfach... So? Jetzt habe ich sie nicht mehr in der Tasche, ne? Gar nicht mehr. Und jetzt könnte ich einfach sagen, ja. Mal sehen, was wir hier haben. Tja, eure Taschen ist auch. Ja, ich weiß auch nicht. Tüdelü. I have to stop these disappearances. My career is at stake. Vielleicht, wenn wir hier immer mehr wegklauen, dass die dann irgendwie hier abhauen, weißt du? Mein Tintenfass ist fast leer. Wo geht sie dann hin? Irgendwo da. Da klaue ich mal die Tinte raus. Pass auf. Warte. Was guckt denn der da noch? Ah, wir müssen warten, bis der aufsteht. Sonst ist das zu unsicher. Nee, na komm. Da ist gar nichts drin. Toll. T steht für Troll.
Das da könnten wir klauen. Den Kochtopf. Da füllt man einen verdammten Becher. Jetzt geht sie doch genau dahin, oder? Ja. Wenn wir den klauen könnten. Wir haben ja sowieso nicht so einen guten Stand bei den Magistern. Mein Inkwell, ja, da komme ich leider nicht hin. Also da kann ich nichts machen. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Ich speichere vorher mal. Jeden Moment. Was? Wieso? Wer sieht mich denn da noch? Ach, sie! Hör, die guckt doch nach unten. Mist. Es gibt keinen Moment, wo er hier nicht guckt. Nee. Boah! Schwierig. Schwierig bis wenn überhaupt möglich? Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Es sei denn, ich mache das von hier. Oh, oh. Nein. Sie muss das wieder loswerden. Jetzt sind sie alle im Gespräch. Oh nein, warum sind die alle im Gespräch? Warte. Kann ich das noch schnell irgendwie loswerden? Tasche von Sibyl. Nein, oh nein! Scheiße! Warum? Sie will es doch gar nicht da hinten. Warte, das müssen wir kurz anders machen. Das könnte aber klappen. Okay, gucken wir mal kurz. Ich bin sofort wieder da. Ja, laden. So, ich bin sofort wieder da.